Ich bin's, der Atta. Ich habe jetzt erstmal mit zwei Scheiben Toast reingepfiffen. Verbrennt die Latte nicht. Jetzt geht's Euer besser. Ruf. Was? Ihr habt die Miku mit. Nein, da ich. Hoffe ich. Oh, schön, dass ihr mit dabei seid. Und, er zieht die Waffe nicht. Merkst du das? Also, das fängt schon so bescheuert an, dass er die Waffe einfach nicht zieht. Das fühlt er nicht an. Da kannst du machen, was du willst. Und sie liegt hier nur rum. Ex-Vibe. Ausdauer. Nein, das hat er nicht getroffen. Diese Feuer ausmachen. Ich glaube, die braucht muss er einfach ausmachen. Und spawnen diese Viecher auch nicht. Getroffen. Das reicht, auf welche Einstellung der Schwierigkeit ich hier überhaupt spiele, konnte man glaube ich gar nicht einstellen, oder? Weiß ich gar nicht so genau. Und wieder. Wirklich. Ausdauer. Ja. Genau, warum hat er jetzt die Fackel in der Hand? Es ist so unglaublich albern. Ah. Weil man kann sich auch null heilen. Das ist echt zum Kotzen. Aber mit dem bisschen Leben kann ich halt nichts anfangen. Kommt auch noch kein Leben mehr dazu, ne? Kein Leben mehr, das Knicken. Dauert viel zu lange, um das aufzuladen.
Doppelter Geschwindigkeit wäre witzig. Macht es wieder nicht. Warum ist es scheiße immer? Krieg's nicht hin. Bekomme es einfach nicht hin. Ich glaube, heute bin ich einfach an meine Grenzen gestoßen. Ich weiß nicht, was dieser Geralt für ein Problem hat. Dass der andauernd. Das heißt, dass vielleicht die Ausdauer alle ist. Nee, Ausdauer kann es nicht sein. Ich weiß nicht, was das ist. Also ein dummer Kampf, wo ich nur im Kreis rennen muss die ganze Zeit. An Ausdauer. Am Ende ist es so ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst, weil nur das Feuer irgendwie anders ausmachen musst. Lach mich schlapp. Ah, easy. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant! Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel! Ah ja. Er ist das Biest, bestimmt. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Wer wäre ich denn sonst? Habt Dank und lebt wohl. Auch geil. Jetzt haben wir sie gerettet.
Steinhammer. Jetzt haben wir sie ja gerettet. Und das halbe Dorf ausgerottet dadurch. Nu? Hm. Er wurde von Samanan gefangen genommen, konnte aber fliehen. Die Organisation verhörte ihn, was sie jedoch gefragt haben. Dann hat keiner oder Hexer selbst beantworten. Vermutlich ist Brennan auch wieder geflohen. Ja. Ich habe den Passierschein, der mir sich hat gewährt. Wir fragen noch nicht. Geistliche ist tot, ich werde wohl keine Probleme bekommen, wenn ich in die Kirche betrete. Nö, nicht noch mehr von diesen Viechern. Ist tot. Was sind wir denn jetzt? Ah, da müssen wir. Ja, ich habe das Gefühl, bei Geralt von Riva, da wo er hinkommt, ist tot vorprogrammiert. Wieso zieht er denn nie die Waffe? Jetzt sieh mal, was ist denn? Ich kann nicht, dass ich jedes Mal Pause drücken muss, um eine Waffe zu ziehen. Schwert ziehen, Starschwert ziehen, Q. Er greift schon gar nicht an. Scheiß drauf. Engchen. Projekte geklaut. Ich erinnere mich. Ihr habt mich gejagt. Ihr und eure abscheuliche Jagdgesellschaft. Das tue ich immer noch. Nur das Wort jagen trifft es nicht ganz. Wieso nicht? Meine Aufgabe ist es,
ein Schicksal zu erfüllen. Angenommen, ich glaube euch. Verratet ihr mir mein Schicksal? Schicksal ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide. Die andere ist... Es gibt kein Schicksal, nur Zufall und Wahrscheinlichkeit. Es gibt kein Schicksal. Nur Zufall und Wahrscheinlichkeit. Ihr stellt das Schicksal in Frage. Glaubt ihr denn nicht, dass ein vom Schicksal gezeichnetes Kind die Hexerprüfung ablegen wird? Du sollst mir geben, was du schon besitzt, aber nicht erwartet hast. Kommt euch das bekannt vor? Nein. Wenn das Schicksal keine Macht hat, wiederholt meine Worte. Ich beweise euch, dass es kein Schicksal gibt. Ich werde euch geben, was ich bereits habe. Jedoch erwartet nicht... Ihr habt mir euer Wort gegeben. Ich werde euch verfolgen. Doch eure Zeit ist noch nicht gekommen. Wir sehen uns wieder, Weißer Wolf. Zeit lohnt. Achso, ja, wo sind die ganzen Leute? Hä? Ich hatte schon Angst, ich würde euch nicht finden. Alvin, was machst du denn hier? Ich hatte Albträume. Ich wollte euch finden und fand stattdessen den Geistlichen. Er befahl mir, zum ewigen Feuer zu beten. Ich fragte, warum, da wollte er mich auspeitschen. Ich machte die Augen zu und dachte so fest ich konnte an Feuer. Dann hörte ich ein Zischen und roch diesen garstigen Gestank. Es muss gewirkt haben, denn er hat mich nicht angerührt. Als ich die Augen aufschlug, blickte er mich seltsam an. Sollte der Geistliche jemals wieder die Hand erheben, komm ganz schnell zu mir. In Ordnung. Geh zurück zu Abigail. Sie macht sich bestimmt Sorgen. Aber... Das Kind macht mich krank. Zur Mühle? Echt? Nach dem, was in dem Dorf geschah, bezweifle ich, dass wenn man hier finde, hat wahrscheinlich in seiner Stadt noch. Ja, wir sollen zur Mühle. Okay, zur Mühle, das ist gar kein Problem. Müllertor oder Mühle? Müllertor. Wie cool steht hier. Aha. Ich muss in die Stadt. Ich habe ein. Ja, ein Problem. Gibt es Probleme hier? Naja, die Kartiona oder wie diese Pest heißt, bringt die Leute um. Und Ungeheuer haben wir auch. Ungeheuer? Was für welche? Da wären Wölfe, massenweise, die Toten, Elfen und Kobolde. Wölfe, sagt ihr? Jawohl, scharenweise. Die Köter sind wild geworden. Früher konnte ich sie mit Steinen vertreiben, heute fürchte ich mich zu sehr. Verstehe. Aha. Mikol, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa, Mikol.
Feldwebel, der Hexer ist hier, der, von dem ich euch erzählt habe. Wen haben wir denn hier, Mikul? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel, das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Ein Gotteslästerer und Betrüger, habe ich recht? Ja, er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem Freibrief des Ordens daher. Wenn der ein Ritter des Ordens ist, dann bin ich Prinzessin Adda. Hurensohn. Hohoho. Oh, Kapitel 2. Hey, lasst mich hier raus. Ich bin unschuldig. Diese 5 Pfund Fistech waren für den persönlichen Gebrauch. Hey, Wärter, verlegt mich wenigstens. Ich will nicht bei den Politischen sein. Politik weicht einem das Hirn auf. Ich bin ein anständiger Dieb. Lasst mich raus. Schnauze, ich bin beschäftigt. Still, Jethro. Wollt ihr mich umbringen? Dieser Dieb nervt mich. Dieb, genau. Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös. Hey, Schnauze! Hört auf zu kreischen. Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse. Absolut großartig. Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Visima tanzen? Na kommt schon, nehmt die Fäuste hoch. Jethro, öffnet die Zelle. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt. Zurück. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Professor, Bewegung. Ihr seid frei. Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Keine Angst, Hexer. Wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ich kann's kaum erwarten. Ja. Nur keine Aufregung. Wie bitte? Habt ihr die Pampe gekostet, die hier Essen wer da wohl hat? Gesungen hat? Trete zurück. Wir sind anständige Diebe, keine politischen. Morgen ist mein großer Tag. Warum seid ihr hier, Elf? Ich genieße die letzten Stunden meines Lebens. Jedenfalls versuche ich es. Morgen werde ich hängen. Ich habe eine Bitte. Ich habe Spiele schon immer gemocht und Jethro hat mir meine Würfel gelassen. Wenn ihr keine habt, leihe ich euch meine. Dann lasst uns mal eine Runde würfeln. Was haben wir noch für den Müll? Okay. Ah! Schubst du sich hin, wie er es braucht? Wir haben 3 Zweien und er hat 3 Einsen. Wollen wir versuchen, auf ein Full House zu gehen? Ja, komm. Nächste Runde. Ich hasse Würfeln, wenn ich nicht selber würfeln kann. Dreimal die 1. Ja. Hier, 1, 1, 1. Auch 1. So, haben wir 1.
Wieso haben wir denn verloren? Hört zu, ihr Maden. Der König in seiner unendlichen Gnade gewährt jedem eine Amnestie, der die Gorgo in den Kloaken bezwingt. Wie bitte? Wie wär's mit dem halben Königreich und der Hand der Prinzessin? Sehr witzig, Hexer. Ich warne euch. Politische Witze bringen schnell Ärger. Ich werde das Ungeheuer töten. Zu spät. Es gibt einen anderen Freiwilligen. Ich bin der bessere Kandidat. Der komische Typ da in der Ecke behauptet, dass er sie mit bloßen Händen besiegen kann. Welcher Typ? Juhu! Dieser Fettwanst? Ihr macht Witze. Hexe, bei mir hier unten haben alle die gleichen Rechte, sogar die dümmsten. Ihr wollt Freiheit? Dann kämpft darum. Der Sieger darf es mit der Gorgo aufnehmen. Ein Kinderspiel. Machen wir dann noch. Aber das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst uns ein Like da, ich freue mich und ciao.